So, meine lieben Zuschauer, weiter geht's beim Rasenmähen, würde ich sagen. Bei dem Fight auf dem Waldchen, zusammen in der Kuschelecke mit dem Bofrick. Hi. Delta. Hey. Unserem Bergkönig. Betty. Und Alex. Moin. Grüezi, ja, los geht's. So, jetzt aber mal ganz kurz das LU. Bitte mal kurz in unseren Channel, wir müssen mal kurz ins Piratenschlag gehen. Die verlassen uns alle. Ach, oh, hast du gepupst? Ja. Hm. Ich will jetzt erstmal das Beweisbild sehen. Ich, vielleicht war ich trotzdem selber und hab's nicht auf dem Schirm. Weil, weißt ja, planlos ging der Plan los. Ja, wer hat denn... Wer hat denn bei uns LU, außer die Herrschaften vom... Lohnunternehmen. Ich habe A, keine Ahnung, und B, ist es ziemlich egal, weil du, die können ja die Höfe durchspringen, wenn sie wollen. Hat man ja alle schon. Ja, stimmt. So, soll ich jetzt unten auch noch mähen, oder meinst du, es ist gut? Ach, einfach weg. Dann. Was? Er muss mit dem Drescherhelm. Ja. Boah, Fahrskills sind halt wieder top on point, würde ich sagen. Na, also. Aber haben wir nicht noch ein Feld, das schon fertig ist? Mit Sicherheit ist es jetzt fertig. Da kriegst du ja genug Starre. Normalerweise hättest du mal den Stream von denen nebenbei laufen lassen müssen. Ach so, ja, jetzt ist es aber zu spät. Nächste Mal, ne? Ja. Meinst du, was wir da alles mitkriegen würden? Warte, ich mach noch an. Ich kann nur keinen Sound anlassen, weil das hören ja dann die Zuschauer, das ist ja auch doof. Also ich habe zwar den Stream an, ich sehe, was er treibt, aber ich sehe nicht, was gesprochen. Ich höre nicht, was gesprochen wird. Ja, dann ist es unnötig. Ja, aber ich kann es nicht. Also wie gesagt, es wird's dann auch nicht. Ja. Der Quatsch, der macht wieder auch wieder aus. Und wenn er bei uns im Channel reinkommt, dann ist es ja da halt. Ja, nee, dann ist doch Quatsch. Ja, raus. Ach, du warst schon bei der Bank oder was? Jo, ich hab schon wieder weggetragen. Wir sind mal auf einer glatten Summe. 3? Minus 3. Ja, ist okay. Mit 2 könnten wir ja nochmal shoppen gehen. Hä? Was willst du shoppen? Nochmal shoppen gehen. Ja, lohnt sich jetzt nochmal anzusehen? Nein. Sicher? Nee, bin ich mir nicht. Also wir können wegen mir nochmal ansehen. Aber für das restliche, für die letzten paar, sag ich jetzt mal, letzten beiden Aufnahmetage. Also liebe Zuschauer, hört mal kurz weg. Würde ich dann eventuell den Plan schmieden. Nee, Bo, ich sag das, wenn keiner zuhört. Okay. Weil du weißt ja, die Konkurrenz schläft nicht, ne? Die 31er. Mhm. Die gucken ja gelegentlich auch mal im Stream, im Video vorbei. Wo wir es ja nicht machen wollen sollen. Naja.
Ach Mist. Ja, Mist brauchen wir gern. Den haben wir selber. Den machen wir selber, sagst du? Mhm. Was ist der jetzt mit diesem Schneidwerk? Aha. Bist du schon wieder hier oben? Nein. Gut, dann werde ich jetzt hier unterbrechen, weil wenn ich nämlich auf die Uhr gucke, kriege ich langsam Angst. Weil wir müssen heute auf jeden Fall noch einen Anhänger voll abgeben. Mhm. Sonst wird es nämlich nichts. Den Ladewagen habe ich schon im Petto. Quasi im Schlepptau. Sehr löblich. Waren die oben schon gewickelt? Warst du oben fertig bewickelt? Oben die waren. Boah, Marcel. Oben die waren gewickelt von meiner Seite aus. Okay, super. Also oben waren es 5, dann haben wir jetzt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 16 kriegst du drauf, richtig? Ja. Dann wickel ich drüben auf der anderen Wiese, da liegen noch 2, würde ich jetzt auch gleich wickeln, dann kannst guck du schon mal auf los. Der Wiese, da, ich habe da noch nicht alle fertig gewickelt gehabt, ne? Wo, bei, wo jetzt? Auf der rechts, wenn du hoch, also reinfährst. Ja. Da sind alle fertig gewickelt. Ja, den habe ich jetzt gerade den letzten gemacht, der lag noch einer. Okay, oben. Gut. So, das, was wir jetzt haben, müssen wir noch halten, ne, fürs LU zu bezahlen. Ja. Mehr gibt's nicht. Haben wir noch irgendwas bei uns im Lager? Nichts Wertvolles. Also ich habe jetzt hier hüben 2 Ballen gepresst, jetzt müsstest du auf 16 Ballen kommen. Gut, dann kannst du die Presse wieder abstellen erstmal. Ja, nee, Entschuldigung, mein Gewickel. Weil da lagen noch ungewickelte Ballen. Ja, meine ich doch. Kannst du die hier erstmal abstellen. Weil das Wichtige ist ja schon passiert. Tagesration ist abgefertigt. Ja, das war mir ganz wichtig, ja. Dann würde ich auch nur gucken, dass wir jetzt noch 16 Ballen pressen. Und der Rest ist wurscht. Den Rest mit Ladewagen wegbringen. Ja, das bringt doch kein Geld. Das ist aber Geld, was wir haben.
Also pass auf, wir machen 70 Folgen, ja? Ja. Also liebe Zuschauer, wir machen 70 Folgen. Wir haben erhöht auf 70 Folgen, dass wir das jetzt alle mal gehört haben, weil ich habe es nämlich vorhin auch erst wieder registriert. Wir machen 70 Folgen. Und jetzt sind wir irgendwo bei der 56 oder so rum, ja? Sind noch 14 Folgen. 14 Folgen, dann sind wir ungefähr noch 3 Aufnahmetage, richtig? Ja. Und wie viele Tage schaffen wir bei der Zeit auf 5? Ich glaube, wir sind fertig. Ne? Wir brauchen keine Silageballen mehr wickeln. Ja, deshalb sage ich ja. Einen wunderschönen guten Tag. Einmal die Strafkammer hier. Hallo. Hallo. Da steht aber noch Bergkönig. Ja, ja. Darum. Ich hätte noch eine Befragung bezüglich, wie gut sind Sie mit dem Team die Eisernen hier auf der Walchen ausgekommen? Seit sehr Beginn gut der Serie. Sehr gut. Alles klar. Keine Probleme. Keine Probleme. Gut, danke Ihnen vielmals. Wenn das Team Eisernen das Fahrzeug hatte und es vergessen hat, uns mitzuteilen, ist das auch völlig in Ordnung. Ja, es geht nicht um das, es geht um rein rhetorische Nachfrage. Okay. Ach so. Okay. User left your channel. Was ist denn da wieder im Busch, liebe Zuschauer? Hast du von hier oben einen Ballen weggeholt? Von hier oben einen Ballen weggeholt? Ja, auf der anderen Seite, in dem oberen Stübchen. Weiß ich nicht. Nö. Und hier hast du 2 Ballen liegen lassen. Ich hab dir gesagt, hab dich doch gefragt, ob du alle Ballen... Moin. Ganz kurze Frage. Ich sehe gerade auf der Karte, dass das Feld 60 und die 64 schon zum großen Teil erntereif sind von Ihnen. Mhm. Weil ich hier auf der 3 derzeit nichts machen kann, soll ich schon mal hochfahren? Beziehungsweise sollen wir die Rechnung begleichen? Fahren Sie doch mal hoch. Ja, gut. Ich werde es mal meinen Kollegen... Ach, der Kollege ist ja schon hier. Herr Kollege, die wollen Rechnung bezahlen. Nee, wollen es. Ja. Nee, von wollen hat hier keiner was gesagt. Das ist richtig, aber sie wollen. Ob sie wollen oder nicht. Genau. So, Rechnung aktuell geht noch nicht. Sie haben noch Leihgeräte. Sehr du schön. Kannst aber ja schon mal die Drescherklamotten. Da brauchst du auch nicht viel löschen, weil dann nur die... Weil ich fahre jetzt, glaube ich, gerade auf die 60 und 64. Was kannst du abhalten? Oh, wie viel gehen noch? 4. Domme, Delta, könnt ihr mich nochmal ziehen in den anderen Channel, bitte? Na klar, ja, hat's kaputt gemacht. Hat's Internet kaputt gemacht. Wer jetzt? Alex. Wie soll ich das jetzt machen, wenn Dings... Das schreiben. Ja, moin. Bleib stehen. Entschuldigung. Jetzt ist egal, jetzt muss ich eh drehen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Kurze Frage, Ihr Deutsch steht ja noch hier. Können Sie den vielleicht mal kurz von der Futterfläche runterstellen? Wir werden den schnellstmöglich abholen. Wenn das noch ein paar Minuten Zeit hat, werde ich das erledigen. Ich will eigentlich auch nicht. Ich verschiebe mir erstmal nicht wegen Beweismittel. War die Spusi schon da? Nee, wir haben ein Beweisfoto, habe ich ja geliefert, von daher. Ach so. Von der Überwachungskamera? Ja. Von der menschlichen Überwachungskamera. Wo bist du voll? Ja, nein, noch. Ich wollte es gerade sagen, Herr Kollege, kommt so nicht. Na, wissen Sie denn schon, wer der Täter ist? Nein. Uns wurde noch nichts übermittelt von der Polizei. Da wissen Sie ja weniger als die Zuschauer. Ja, wahrscheinlich. Das ist schlecht. Wir wissen es nach dem Samte. Oh, Boris, bist du heute leise? Bin ich? Ja, ja. Der lehnt sich immer zurück und das Mikrofon vorne am Schreibtisch, besser. Weißt du? Warte, sag mal was. Besser. Jetzt ist viel besser. Alles klar. Redet doch mit mir, dann geht das. Ja. Wer ist denn der Übeltäter? Ich verrate nicht. Oh, machst du nicht so spannend, Junge. Also wir sind's nicht, ne? Sind wir's? Ihr selber werdet ja auch so schlecht sein. Nein, ohne Witz. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also du kannst dir nicht vorstellen, wenn unser Team es nicht war. Nein, ich konnte mir nicht vorstellen. Dann bleibt nicht mehr viel, dann könnt
Da bleibt nur noch ein Team übrig. Nein, Billy. Ich bin mir nicht sicher gewesen, ob ich es nicht doch war. Also weißt du, was ich meine? Ich bin mir schon sicher, dass ich es nicht war, aber 100% sicher war ich mir jetzt auch im Endeffekt nicht mehr, nachdem da einfach das schlagartig da oben war. Also, ich hab dich, weil ich weiß, dass du ein bisschen älter bist als ich, aber dass du schon so viel älter bist, hätte ich nicht gedacht, Steffen. Ja, tut mir leid. Hast du Alzheimer, mein Bruder? Nein, hab ich nicht. Mein Gutster, sagst du immer zu mir. Aber ich spring durch so viele Projekte, das ist einfach nicht ganz so einfach. Alles gut. Ich mag halt Team Franken auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das freut uns aber. Geht uns das Herz auf. Was brauchst du denn, mein Guter? nichts, wie gesagt. War ein Spaß. Auch wenn wir schon unsere Diskrepanzen hatten, aber ich denke mal, wir können bald mal auf einen Kaffee treffen oder so. Dringender Kaffee, habe ich gehört. Und nur Grundnahrungsmittel um eins. Ja. Ohne Kaffee kann der Junge gar nicht um. Nee. Soll ich mir schnell abholen, das gute Stück? Ich weiß nicht, wie das in der Strafkammer ist, regelweise. Okay. Ich werde das jetzt einmal eben abklären mit der Strafkammer, ansonsten werde ich das Fahrzeug sofort abholen. Sind die überhaupt gerade? Die sind überall und nirgends. Alle in ihrem Raum. Alle verkrochen in ihrem Raum. Haben sie momentan Elula am... Ja. Ja. Und sie so? Wir auch, ja. Schon wieder Strafkammer, Mensch. Sag da mal. Was ist jetzt aber rund hier. Was würden wir nur ohne Strafkammer machen? Ich weiß es nicht. Mal wieder unten. Joho, schön groß. Ja, richtig aus. Ich bin ja echt gespannt, wer es war. Ja gut, also mittlerweile kann ich es mir ausmalen, aber ich verstehe nicht warum. Ja, es kann ja dann an für sich nur noch Dennis gewesen sein, oder? Einer von den Alulern. Ja. Aber Dennis hätte normal Bescheid gesagt. Ja, normal schon. Ich weiß es doch auch nicht. Liebe Zuschauer, warum war das so? Könnt ihr das vielleicht beantworten? Ich weiß es nämlich nicht. Und ich habe selber mir gezweifelt, ob ich es nicht vielleicht doch war, aber ich war da oben einmal bis jetzt nur am Hof und es war da, wo die Bäume gefällt worden sind. Guten Tag, hallo, die Herrschaften. Guten Tag. Vorab eine Frage. Ist die Aufnahme der Geschichte abgeschlossen? Kann ich das Fahrzeug da oben wegfahren? Ja, das dürfen Sie auch gerne wegfahren im Prinzip, aber nein, erst nach einer kleinen Sache. Sie, um das Ganze mal jetzt zum Abschluss zu bringen, einfach das tun, was man gesagt bekommt, ist ja auch manchmal ganz praktisch. Ne? Einfach gleich mal, falls jemand fragen sollte, fangen wir mal so rum an, wird das so vonstatten gehen, Sie haben uns gefragt, ob wir wissen, wo ihr Traktor steht. Ja. Wir haben ihn gefunden und sehr den Rest schön. Machen wir gleich mit den anderen. Noch eine Sache. Ich stelle bei Ihnen 16 Siloballen ab. Im Silo, dass Sie Bescheid wissen. Jo. Da kommt der Kollege gleich gucken. Ja, ich muss jetzt mehr Ihren Traktor finden. Alles klar. Ich muss erst einen Screenshot machen. Ja. Hätte er wirklich mit den Dingern über die Straße? Ja! Muss man hochkommen hier! Ha! Bild. der macht jetzt schon wieder! Was denn? Die schleifen hier Baumstämme die Straße lang. Okay. Die ganze Zeit Bilder hier. So, können wir das mal von Team Franken bitte abschließen? Ja. Schreibst du was im Chat? Ja. Wer ist denn der Übeltäter gewesen? Alle bitte, ne? Das werden wir gleich erfahren.
Ja. Aber ich bin so neugierig. Ja. Dann kann ich nachts Dennis? Gar nicht mehr schlafen. Ach, Dennis, also. Dommel, willst du? Ja, kann ich. Bitte. Einen wunderschönen guten Tag. Mit deinem Namen. Hallo. Strafkammer hier. Grüezi. Guten Tag. Wir melden uns bezüglich einem verschwundenen Deutz hier bei uns auf der Walschen und ach, ich habe ihn gefunden, liebes Zufall, ich habe euren Deutz gefunden. Sehr schön. Sehr gut. Wir haben uns gefunden, darf auch behalten, ne? Genau, also ich darf ihn ja jetzt behalten, ich habe ihn ja gefunden. Ich habe ihn eher gefunden. Ah, guck hier rein. Ach, liebes Team Frank, ich habe euren Deutz plus 20.000 Euro in bar gefunden. Das ist ja ein Träumchen. Ist das von euch? Ja, ja. Ah, super. Ich bringe euch den jetzt gleich vorbei. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne hat die Strafkammer das Strafverfahren geschlossen im verlorenen Deutz. Ich hoffe doch, das ist zufriedenstellend für alle Beteiligten. Und ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Arbeitstag. Moment, mal ganz kurz, konnte aufgeklärt werden, wer der Dieb ist? Da war? Nö, aber wir haben ihn ja jetzt gefunden, somit ist das ja ein auch kein Problem. Ein anonymer Tipp. Genau. Mhm. Sehr kurios. Ja. Jetzt wird's immer kurios. Okay, wollen Sie nicht mal dem Team Fragen nicht mal erzählen, oder? Den anonymen Tipp, also Informanten tut man nie verraten. Und die Beweisaufnahme hat leider auch nichts ergeben. Was? Die Beweisaufnahme hat nichts ergeben? Das Foto, was ich Ihnen geschickt habe, hat nichts ergeben. Leider nicht, nein, es ist leider nur ein Foto und keine Animation dahinter. Das ist für ein Blödsinn. Ja. Okay, dann akzeptieren wir die Situation, wie sie kurze Frage, Herr Billy. So eindringlich, wie Sie jetzt gerade auf dieses Foto hinweisen, kommt es mir fast so vor, als möchten Sie jemanden irgendwie was Böses diskreditieren. Ich kann Ihnen das ganz klar sagen, ganz klar. Würde ich sagen, ich möchte niemals was Blödes, aber es ist eine ganz klare, ist ganz klar eine Sache, dass uns da was untergeschoben wurde von einem Team, weil der stand nicht zufällig bei uns, der Deutz. Wie sage ich nun mal? Deswegen, wie zu den Beiß hineinschalte, schalte er wieder heraus, ne? Also wie gesagt, die Beweisaufnahme und die Befragung der Zeugen und Verdächtigen hat in dem Fall leider nichts ergeben. Oh, geil. Okay, Zeugen, auch haben Sie mich nicht gefragt, Herr Zeugen? Also, was ist eine Frage? Sie hatten in der ja Pause froh, erwähnt... Gemacht. Ich bin ja noch ein Zeuge, warum fragen Sie mich dann nicht? Weil Sie ganz klar gesagt haben, dass Sie nur das Bild zuschustern, als anonymer Tippgeber. Ja, der übrigens jetzt du nicht bist mehr das anonym gewesen, ist. Dann möchte ich bitte auch mal das Bild haben, wo ich da angeblich bin. Ja, das kann ich Ihnen gerne. Moment. Und aus dem Bild heraus geht übrigens auch nicht hervor, dass der Dennis in dem Fall als Beschuldigter dieses Fahrzeug gefahren ist, sondern nur an dem Fahrzeug steht. Können wir eine Anzeige gegen Verleugnung einlegen? Liebes Team Frank, nee, der Deutsch steht in der Garage und ich war so nett und habe das Geld natürlich auch gleich auf Ihre Bank überwiesen. Dass ach, vielleicht kann Sie der Dennis erzählen, was er dann hier oben gemacht hat. Ich habe ihn nämlich fahren sehen und aussteigen sehen aus dem Traktor. Gerne, kein Problem. Naja. Was ist noch? Noch können Sie es zugeben. Wieso, was soll ich denn zugeben, was ich nicht gemacht habe? Ja, wer soll denn sonst den Deutsch hochgefahren vielleicht haben? Vielleicht fahren Sie es ja selber. Ja, und dann stehen Sie da daneben, neben dem Deutz. Ja, weil zu dem Zeitpunkt, habe ich mich auch erläutert, hat sich ja mir was angeguckt, weil Sie mich gerufen haben. Und hab ich Sie, warum soll ich Sie denn gerufen haben, bitte? Weil Sie mir was zeigen wollten, aber das dann doch nicht dazu gekommen ist. Und okay, jetzt legen wir andere Fakten noch auf den Tisch. Sie waren bei uns im Sprachkanal in der letzten Aufnahme, kamen rein und haben so gesagt, ja, wie können Sie eigentlich das Team Franken leiden? Da wurde mir so, ich gesagt, dafür, ja, es geht. Ich glaube, man kann mit ihnen fast besser kooperieren, habe ich dann so gesagt. Dann haben sie gesagt, ja, wollen wir uns nicht mal was machen gegen die Team Franken? Da habe ich gesagt, ja, jetzt nicht unbedingt, weil die Strafkammer wacht ja immer. Und dann haben sie noch so gesagt, ja, ich lasse mir da mal was einfallen. Und kurz darauf stellen sie bei uns oben den Deutz ab ich und würde schieben das uns jetzt in die Schuhe. Ich würde nie was gegen das Team Franken machen, weil das Team Franken und das Team Eisernen schon seit fast der ersten Folge zusammenarbeiten. Wir waren sogar kurz davor, einen gemeinsamen Drescher zu kaufen. Ah, okay.
Warum stellen Sie denn den Deutsch? Also wollen Sie es einfach nur uns in die Schuhe schieben? Ich habe überhaupt nicht... Dann mit dem Team Franken, okay. So, in diesem Moment meldet sich die Strafkammer dann nochmal ganz kurz. Falls Sie jetzt weiter diskutieren möchten, bitte in Ihren Channeln, weil in der Gruppenkuschelecke sind wir gerade gar nicht, aber da verziehen wir uns jetzt gleich wieder hin, weil das Thema ist für die Strafkammer in diesem Moment abgeschlossen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich würde sagen, mit den Worten verlassen wir auch die Folge. Wenn es dir gefallen hat, oder willst du jemand anderes abmoderieren? Nee, mach euch. Es war klar. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja wie immer, ein Abo und ein Däumen, das Bärenträumchen. Schaut beim Dennis und beim Steffen vorbei. Eigentlich nur beim Steffen, beim Dennis braucht ihr auch nicht vorbeischauen. Boah, 31er Move, ey. Kommt gleich dann noch. Und dann sehen wir uns dann in zwei Tagen wieder. Und hoffentlich dann mit der richtigen Strafe mal. Naja, ich glaube eher nicht, weil die Strafkammer ist parteiisch. Und damit tschüss. Ciao. Tschüss. So, wir gehen unseren Channel runter. Ja, zieh mich mal.